Hallo und herzlich willkommen im Ich gebe es ja zu, das war jetzt gerade Absicht. Willkommen im Zen Garden Paraguay. Heute geht es um zwei Informationen bezüglich den Corona-Regeln in Paraguay. Ja, und die erste Corona-Regel, die sich in Paraguay geändert hat, ist nämlich genau das hier. Die Gesichtsmaske, das Tapaboca in Paraguay, ist seit 2 Tagen nicht mehr gesetzliche Vorschrift. Ich erwähne es einfach nochmal, in Paraguay war das Tragen der Maske gesetzlich verankert worden. Das heißt, da gab es keine Diskussion. Dieses Gesetz ist seit 2 Tagen gefallen und wir können alle wieder ohne Maske rumrennen, ohne Maske einkaufen gehen, wie wir das von Vor-Corona-Zeiten gewohnt sind. Natürlich gibt es da noch einen kleinen Untersatz dazu und ich werde Ihnen nachher auch diese Regeln mal einblenden, wie die hier kommuniziert werden von der Regierung. Wenn es den einen oder anderen interessiert, einfach mal durchlesen. Ist natürlich Spanisch, klar. Es ist aber auch bezüglich der Maske so geregelt worden, dass die Geschäfte selber das regeln dürfen. Das heißt, wenn ein Geschäft möchte, dass eine Maske zu tragen ist oder dass man wie immer Hände wäscht davor oder mit Alkohol die Hände sich einspritzen lässt, dann ist das natürlich nach wie vor bindend für den Kunden. Aber wie gesagt, das ist eine Regel, die das Geschäft selber bestimmen kann. Und jetzt zur zweiten großen Änderung. Seit einem Tag wurden die Einreisebestimmungen in Paraguay geändert. Das heißt, Sie können wieder ohne Impfung nach Paraguay fliegen und dürfen nur mit einem ganz normalen PCR-Test einreisen. Und das ist natürlich super. Denn ganz klar der Aufschrei, dass man nur mit Impfung in Paraguay einreisen darf aus Europa, das ist jetzt hinfällig. Jeder kann wieder mit einem PCR-Test in Paraguay einreisen. Ich muss natürlich jetzt nicht dazu sagen, der PCR-Test muss natürlich negativ ausfallen. Er muss 48 Stunden vor Abflug gemacht worden sein. Diese bekannten Regeln gibt es natürlich immer noch und ganz wichtig, auch wenn das jetzt gerade der aktuelle Stand ist, bitte, immer wenn Sie losfliegen, bevor Sie losfliegen, informieren Sie sich auf den einschlägigen Webseiten, also beim Auswärtigen Amt in Deutschland oder auf den paraguayischen Seiten, was gerade die aktuellen Regeln sind. Auch mein Corona, Gott sei Dank, die ganzen Regeln gerade in Deutschland werden jetzt ja mehr oder weniger fallen gelassen, genau wie hier auch in Paraguay. Nichtsdestotrotz, ich würde, wenn ich fliege, einfach 1, 2, 3 Tage davor nochmal die aktuellen Webseiten mir anschauen, damit man auch wirklich alles dabei hat. Das heißt, jetzt können Sie wieder den Zen Garden besuchen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie bei uns Urlaub machen oder wenn Sie Interesse haben, eines unserer Häuschen zu kaufen, dann können Sie sich hier von der Qualität vor Ort überzeugen. Und wir haben ja schon 2 Musterhäuser, da können Sie dann ein paar Tage sich einmieten und sich selber von der hohen Qualität und vor allem von dem superschönen Ambiente im Zen Garden selber überzeugen. Das war's für heute schon. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald hoffentlich im Zen Garden. Ihr Zen Garden in Paraguay. Tschüss. Ja. Und das ist mal wieder typisch Martin. Wenn Sie unseren Kanal noch nicht im Abo haben, dann hier unter dem Video bitte einmal klicken und wenn Sie die Informationen für interessant gehalten haben, dann freuen wir uns natürlich auch für den Daumen hoch, weil dann wissen wir, im Hintergrund werden natürlich Steine gerade bewegt, das passt natürlich immer, aber mit dem Daumen hoch, wenn Sie den anklicken, dann wissen wir, die Information war für Sie interessant und wir werden auch weiterhin interessante Informationen und Wissenswertes über Paraguay für Sie veröffentlichen. Aber jetzt, schönen Tag und einfach bis bald im Zen Garden Paraguay. Tschüss!